Herr Toss, was muss getan werden, damit die Mitarbeiter in Krankenhäusern den Anforderungen der Digitalisierung gerecht werden können? Wir haben heute das Problem, dass die Mitarbeiter schon mit dermaßen vielen Anwendungsverfahren überfrachtet sind und mit so vielen Technologien, dass das eigentlich der normale Mensch neben der Arbeit, für die er eigentlich bezahlt wird, gar nicht mehr leisten kann. Insofern brauchen wir weniger Vielfalt oder, wie man immer so schön sagt, eine Reduktion von Komplexität. Es ist besser, sich auf weniger Verfahren zu stützen. Es ist sogar besser, sich auf weniger Technologien zu stützen. Und im Gegenzug müssen wir aber dafür sorgen, dass die Mitarbeiter, was diese Technologien angeht, besser ausgebildet werden. Und wir haben derzeit in den Krankenhäusern weder Budgets noch Personal, um tatsächlich große Mitarbeitergruppen an das Veränderungsmanagement, was IT mit sich bringt, heranzuführen und auf einem Stand zu halten. Das heißt, die Aufforderung geht in Richtung mehr Geld und mehr Personal für die Ausbildung. Auf jeden Fall. Wir investieren zu wenig in das Personal, was mit Funktionen, Anwendungen, Softwareverfahren arbeiten und Prozesse optimieren soll, stecken aber unglaublich viel Geld in die Werkzeuge dafür. Nur das ist ja auch so, als hätte ich 4 Hammer. Da trage ich den Nagel auch nicht besser in die Wand. Ja, sondern ich brauche halt die Kompetenz, mit dem Werkzeug umzugehen. Und ohne die Kompetenz produziere ich auch keinen Nutzen. Wäre es denn als Alternative nutzbringend, wenn man in Richtung Reduktion der Komplexität sich hier für monolithische Systeme entscheidet? Monolithen sind sicherlich ein guter Ansatz, wenn man das innerhalb der Produktpolitik und des Leistungsspektrums des Hauses unterbringt. Aber Monolithen sind, fürchte ich, auch nicht auf alles eine Antwort. Zumal ich ja keinen Hersteller finde, der mir einen globalen Monolithen baut. Also da haben ja früher mal Hersteller am Markt von geträumt, aber es wird nicht kommen. Es wird immer Nischen geben, die in bestimmten Bereichen besser zu besetzen sind. Ich kann aber zumindest ein Teilproblem anfassen. Und zwar kann ich sehr viel Wert legen auf Integration der Komponenten, auf möglichst hochwertige Integration. Und ich kann ein großes Augenmerk darauf richten, dass die Benutzeroberflächen und die Bedienlogiken einigermaßen ähnlich sind. Wäre es denn hilfreich, wenn man eine Bedienoberfläche für viele Systeme hätte? Solche Ansätze gibt es ja im Markt. Aus meiner Sicht und mit Blick auf das Personal, was die Systeme bedienen soll, wäre das auf jeden Fall hilfreich. Ob allerdings jetzt Web-Frontends oder ähnliche Technologien da tatsächlich die Lösung sein können, wäre ja davon abhängig, dass ganz viele Hersteller an einem Strick ziehen. Denn die müssen ja bereit sein, ihr Know-how, ihre Kompetenz, ihre Betriebsgeheimnisse in quasi eine neutrale Umgebung zu überführen. Und ich glaube, da haben wir noch einen langen Weg vor uns, bevor das überhaupt möglich wird, weil da stehen ja wirtschaftliche Einzelinteressen dagegen. Wie ist denn die Resonanz in der Klinikführung im Hinblick auf Forderungen nach mehr Personal für die Ausbildung und im Hinblick auf höheres Budget für die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter? Also bisher kann man davon ausgehen, dass das in den meisten Kliniken kaum bis gar nicht besetzt ist. Es wird stillschweigend vorausgesetzt, dass IT-Personal auch ausbildet, allerdings das Personal, was unter die sogenannten EDA-Kosten fällt, also die Leute, die eh da sind, um eigentlich andere Sachen zu machen. Es gibt ganz wenige Fälle, von denen ich weiß, dazu gehört auch unser eigenes Haus, wo es zumindest eine Fachkraft gibt, um Mitarbeiter auszubilden und zu qualifizieren. Das ist aber ein mehr als überschaubarer Budgetposten. Und wenn man es realistisch betrachtet, im Verhältnis zur Anzahl der Anwendungsverfahren und der betroffenen Personen, ist das zu wenig. Da musste man allerdings eine Relation aufmachen, ab welcher Größe, wie viele Personen da realistisch notwendig sind. Denn es gibt ja bei, ich sag mal, IT-Personal auch immer eine Dunkelziffer von Leuten, die sich innerhalb von Abteilungen motivierter zeigen, sich intensiver auseinandersetzen. Also da gibt es jetzt ja keine absolute Zahl, wie viel derzeit wirklich in Schulung investiert wird. Aber das, was budgetmäßig vorgesehen ist, das, was von der Qualifikation her vorgesehen ist, ist auf jeden Fall unterrepräsentiert, weil es den Posten offiziell gar nicht gibt. Entwickelt sich denn dieser Trend in Richtung einer Überlastung und verringerten Mitarbeiterzufriedenheit zu einem Punkt hin, der kritisch ist, und wie wird er aussehen? Also aus meiner Sicht sind wir da auf einem kritischen Weg. Wir haben bei Werkzeugen, die uns teilweise Millionen kosten, unter anderem bei der Investition ohnehin, aber auch was die laufende Instandhaltung angeht, in der Regel schon ab Häusern von 500, 600, 700 Betten aufwärts Millionenbeträge, die wir da bewegen im IT-Bereich. Die Mitarbeiter produzieren aber mit diesen Werkzeugen Nutzungsgrade, die oft bei 30% liegen, vielleicht im Idealfall bei 50% liegen. Ich glaube nicht, dass es irgendein Krankenhaus in Deutschland gibt, was oberhalb von 50% Nutzungsgrad IT nachweisen kann.
Das wird gar nicht funktionieren. Und insofern steuern wir da an einen Punkt, wo wir sehr viel Geld ausgeben und im Gegenzug weniger Leistung bekommen als möglich ist. Das heißt, wir unterstützen auch Prozesse nicht so gut, wie es die Werkzeuge längst können. Von wem kann hier der Aufschrei kommen, der Veränderung bewirkt? Also ich persönlich würde es für ideal halten, wenn die Mitarbeiter in der Fläche dieses Ansinnen formulieren. Also die, die konfrontiert werden mit den Verfahren, sollten vielleicht nicht immer nur auf die IT zeigen und sagen, das ist halt schlecht, sondern sie sollten vielleicht auch mal den Anspruch anmelden, dass sie besser geschult werden wollen, dass das irgendwie regelmäßiger sein müsste und dass das, was man ihnen da vor die Nase setzt, für ihre Arbeit einen höheren Wert repräsentieren muss. Das kann aber die IT nicht alleine machen, weil die IT immer unter dem Dogma leidet, dass sie ohnehin nur Geld kostet. Dann kann sie nicht eine Stellvertreterdiskussion für viele andere aufmachen.